Hallo Freunde! Hallo! Und super, super schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht schon, es ist jemand Neues mit dabei, mein Freund Lauri. Denn, und das seht ihr auch so vom Look hier, wir machen heute einen Vlog. Und zwar nehmen wir am Global Game Jam teil. Das heißt, innerhalb von 48 Stunden entwickeln wir gemeinsam ein Spiel. Genau, dafür schauen wir uns jetzt gemeinsam die Keynote an, die vom Global Game Jam veröffentlicht wurde. Schon irgendwie vor ein paar Tagen, das ist nur ein bisschen seltsam. Das ist jetzt das erste Mal, dass das Ganze aufgrund von Corona online stattfindet. Und jetzt werden wir auch mal einen Blick reinwerfen und dann können wir vielleicht auch schon mehr sagen. Genau, das Besondere nämlich bei der Keynote und wenn du so das Thema Global Game Jam noch nicht kennst, ist, dass man weltweit ein Thema bekommt und jeder dann dazu eben so ein Spiel entwickelt. Und wir gucken jetzt mit dir gemeinsam, wie du hier schon siehst, in die Keynote rein. Mal schauen, was unser Thema für die nächsten 48 Stunden wird. Ich finde, das ist ein schönes Thema. Da gab es ja in den letzten Jahren auch schon mal welche, wo man sich eher so dachte, jetzt? da kann man natürlich viel draus machen. Also hat man jetzt ja auch einige Beispiele in dem Video gesehen mit der Taschenlampe, dem Kompass, irgendwie einem Radar. Mhm. Und ich glaube, da geht es jetzt einfach darum, dass man irgendwie sich eine kreative Spielmechanik überlegt und die dann wirklich so in den Mittelpunkt stellt und sie irgendwie gut rausarbeitet und dann irgendwie ein schönes Spiel drumherum entwickelt, das eben mit dieser Spielmechanik arbeitet. Ja, auf jeden Fall. Also was wir jetzt erstmal machen, ist auf jeden Fall brainstormen darüber. Ich muss sagen, dass ich als allererstes, klar, wir haben so ein paar Bilder gesehen, aber ich habe bei Lost and Found irgendwie so, du erinnerst dich doch auch an das Kinderspiel mit Patterson und Findus. Zum Beispiel die Werkstatt von Patterson. Und dann muss man da auch immer irgendwelche Gegenstände finden, das hatte ich im Kopf. Ich hatte aber, und das konnte man am Anfang zum Beispiel schon angucken jetzt über die Woche, es gibt so Diversifier, das sind so ein paar Special-Aufgaben. Und da hatten wir auch mal durchgeschaut und da war doch das zum Beispiel mit Fotografie. Die habe ich nur am Rande mal kurz gesehen, noch nicht so genau. Genau, die müssen wir gleich auf jeden Fall genau mal genauer durchlesen, aber irgendwas zum Beispiel fotografieren. Und das irgendwie wie so, hey, das habe ich mich ja schon lange nicht mehr dran erinnert, das finden oder man muss was fotografieren oder also irgendwie. Darum geht es so, um Erinnerungen wiederzufinden oder ja, so. Ja, genau, so Erinnerungen wiederfinden. Das finde ich schon, zum Beispiel schon eine schöne Art, dass man nicht einfach sagt, jetzt haben wir einen Gegenstand und den. Also, sondern dass man irgendwie sagt, man hebt das ein bisschen auf eine abstrakte Ebene. Was kann man eigentlich alles finden, was kann man alles verlieren? Genau, genau, dass wir vielleicht auch in so eine Richtung denken. Wie gesagt, die anderen Sachen waren irgendwie so classy jetzt mit der Schatzkarte und dann suchen, finden mäßig. Aber das wäre, glaube ich, für den Diversifier zumindest ein bisschen cool. Also falls wir einen nehmen wollen. Ja. Genau, also ihr merkt schon, wir haben so ein paar Ideen, werden uns jetzt hier erstmal, deshalb liegen hier Zettel und Stift auch, ganz viel irgendwie brainstormen, überlegen. Daran arbeiten wir und nehmen euch dann gleich wieder mit ins Boot. So, mittlerweile ist 17.30 Uhr. Wir haben echt lange so überlegt, rumgescribbelt und sind eigentlich so bei der Idee mit den Erinnerungen hängen geblieben. Lauri, willst du mir erzählen, was wir uns jetzt gedacht haben? Genau, also wir haben am Anfang, ich würde mal da anfangen, wir haben eine Levelauswahl, die ist ein Fotoalbum, da sehen wir verschiedene Fotos. Diese Fotos sind am Anfang allerdings alle komplett weiß. Genau, die sind quasi so ein bisschen ausgeblurrt und man sieht halt nicht, was drauf ist. Genau. Jetzt wähle ich so ein Foto aus, um in das Level zu kommen und dann ist auch um mich drumherum alles weiß. Ich kann allerdings, wenn ich jetzt, müssen wir über die Steuerung reden, aber angenommen, ich drücke die Leertaste, dann mache ich ein Foto. Ich befinde mich in einer 3D-Umgebung und dann mache ich ein Foto. Und das, was quasi in diesem Moment auf dem Bildausschnitt zu sehen ist, das kann ich dann, das wird aufgedeckt in der Spielwelt. Und wenn ich mich jetzt zur Seite drehe, dann sehe ich, dass es immer noch weiß, aber da, wo ich das Foto gemacht habe, da sehe ich dann das Level, das ist eingefärbt, da sehe ich die Levelgeometrie und mein Ziel ist es dann, in diesem Level zu dem Ausgang zu kommen. Vielleicht gibt es noch Bonusziele, dass man bestimmte Objekte in diesem Level fotografiert. Das Ganze erinnert vielleicht so ein bisschen, wenn das noch jemand kennt, an The Unfinished Swan. Das gab es damals auf der PlayStation 3. Mhm. Da hat man auch mit so Tintenklecksen in der Umgebung aufgedeckt. Die Herausforderung ist allerdings noch, dass ich jetzt nur eine bestimmte Anzahl an Fotos machen kann. In diesem Film einfach nur eine begrenzte Anzahl an Bildern zur Verfügung steht. Und ich muss jetzt in diesem Level dann zu einem bestimmten Punkt kommen, muss mir überlegen, wo decke ich was von dem Level auf, um mich vorwärts zu bewegen und am Ende den Ausgang zu erreichen. Und sobald ich das getan habe, wird dann dieses Foto aufgedeckt in dem Fotoalbum, in der Levelauswahl.
Und ich kann in das nächste Level gehen und dabei wird dann im Prinzip eine Lebensgeschichte erzählt. Also jedes Foto steht dann für einen bestimmten Lebensabschnitt, den ich dann eben einfach über Environmental Storytelling dann in diesem Level entdecke. Und das heißt, das erste Level ist zum Beispiel dann das Elternhaus, das zweite Level ist dann vielleicht irgendwie der Schulhof oder irgendwie der Campus. Und darüber wird dann eine Lebensgeschichte erzählt einer Person, die wir so in dem Spiel nicht sehen, sondern deren Leben wir eigentlich nur nacherleben, indem wir diese verschiedenen Fotos betreten und somit die Erinnerungen betreten und diese dann eben wieder herstellen. Wir wissen, das klingt nach einem Megaprojekt, das man nicht in 48 Stunden macht. Wir werden schauen, wie weit wir kommen. Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt ist Freitag, 17.37 Uhr, um genau zu sein. Wir werden mal schauen, wie weit wir kommen, werden aber auch sehr mit Hilfsmodellen, sage ich mal, arbeiten. Das heißt, wir wollen einiges in 3D modellieren, weil Lauri da irgendwie plötzlich mega Bock drauf hatte. Lass mal Sachen in 3D modellieren. Okay, cool. Und werden zum Beispiel, da gibt es ja auch einige Internetseiten und so, vielleicht erstmal ein paar 3D-Modelle, die kostenlos sind und auch legal, uns erstmal ziehen, vielleicht auch erstmal nur einen Würfel bei Unity hinstellen, damit da was an der Stelle steht, und wir werden gucken, wie weit wir kommen und halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir versuchen jetzt mal einiges. Bis spät. Ja, sorry. Nee, genau, dazu muss man sagen, es ist jetzt nicht der erste Game Jam und ich habe einfach auch Lust, endlich mal was mit 3D zu machen. Mhm. Bisher waren es immer dann eher so 2D-Sachen, die rausgekommen sind, weil die natürlich einfach dann auch schneller zu machen sind in 48 Stunden. Da kann man schneller irgendwie was umsetzen. Und ich habe tatsächlich Bock, dass man jetzt einfach mal Blender anwirft und was baut. Und natürlich ist es dann wahnsinnig viel Aufwand, gerade wenn man jetzt irgendwie so ein Haus von innen einrichtet oder so, da kannst ja, also da sitzt ja ewig dran. Da geht es jetzt tatsächlich erstmal darum, dass man irgendwie eine simple Geometrie dann irgendwie definiert und dass man tatsächlich dann auch einfach mit ein paar kostenlosen 3D-Assets, die man irgendwie so findet im Unity Store oder auf anderen Seiten, dass man erstmal ein bisschen was baut, was dann auch wahrscheinlich noch sehr bunt zusammengewürfelt aussieht, sehr rudimentär, aber einfach schon mal diese Spielidee verdeutlicht und dann irgendwie erstmal sich an das erste Level setzt. Vielleicht schafft man es am Ende noch, das zweite irgendwie ein bisschen anzudeuten oder so. Aber da erstmal jetzt aufs Grundlegende beschränkt, um so ein bisschen diese Spielmechanik herauszuarbeiten. Und das wird wahrscheinlich gleich auch erstmal eine der wesentlichen Herausforderungen bei der Programmierung, dieses, wie schaffe ich es eigentlich, dass dann die Objekte, die ich gerade sehe, die in dem Bildausschnitt sind, dann eingefärbt werden. Vielleicht teile ich so eine Bank ja mit meinem Foto auch mitten in der Mitte durch. Das heißt, ich kann ja einfach sagen, ich ändere jetzt das Material von der Bank. Sondern teilweise ist diese Bank vielleicht immer noch weiß und teilweise ist sie dann aber texturiert und dann drehe ich mich und dann soll das aber so bleiben und woanders ist es immer noch weiß. Das wird jetzt, glaube ich, erstmal eine Herausforderung, das zu programmieren, diese Mechanik. Dafür bauen wir uns erstmal ein kleines Testlevel, ja. Und sobald das dann alles steht, kann man schauen, dass man noch ein bisschen mehr drumherum baut und das Ganze ein bisschen aufhübscht. Freunde, ich würde sagen, long time no see. Mittlerweile ist 0.20 Uhr. Das liegt aber daran, weil wir uns einfach gerade mal die Zeit genommen haben, um einiges auszuprobieren. Ihr seht schon, wir sitzen mal jetzt an einem ganz anderen Platz, und zwar an dem von Lauri, denn es ist gerade, was Programmieren angeht, einiges passiert. Wir haben ganz viel, beziehungsweise Lauri hat ganz viel ausprobiert, ob unsere Fotoidee funktioniert. Das heißt, wenn man ein Objekt sieht, auf Leertaste drückt, dass sich das dann farblich einfärbt. Wir wollen ja gerne damit so dieses Fotografieren simulieren. Und ich würde sagen, ich übergebe mal hier drüben. Was relativ schnell möglich war und was auch gar nicht so das Problem war zu erkennen erstmal, ob ein Objekt überhaupt von der Kamera gesehen wird und dieses dann einzufärben. Was halt tatsächlich dann eher problematisch ist, ist zu schauen, wenn ein Objekt nicht ganz zu sehen ist, dann nur Teile davon einzufärben, weil ich dann eben nicht einfach das Material ändern kann, sondern Teile des Materials nur einfärbe. Da haben wir jetzt ein bisschen mit rumprobiert und das funktioniert jetzt einigermaßen. Das sieht gerade noch nicht wahnsinnig spektakulär aus. Es war ein bisschen rumgefriemel mit Code, mit irgendwie Shadern erstellen, mit Vertex Color, mit Materialien. Aber wir haben jetzt mal so ein Objekt drin, da liegt jetzt ein Material drauf und wenn wir das jetzt eben nur so halb im Visier haben, dann fährt es sich eben dann auch nur zur Hälfte ein. Ich würde sagen, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, und ja, es sieht aus wie so ein kleiner Schritt, der aber letztendlich ganz, ganz, ganz wichtig ist für die Mechanik, zeigen wir euch das einfach mal. Ich drehe euch mal eben zum Rechner. Also, was ihr hier seht, ist, dass wir einfach nur mal hier eine Kugel, die eine gewisse Farbe hat, da sind so verschiedene Farben drüber, dass wir die im Bild haben. Und ein gleich weißer Hintergrund. Lauri, drückt mal auf Play und dann filme ich mal ein bisschen runter, damit ihr so das seht. Genau, jetzt drücke ich einfach mal die Leertaste und jetzt sieht man auch, der Teil der Kugel, der hier am Rand im Bild war, hat sich jetzt eingefärbt und der Rest bleibt weiß. Und wenn ich mich jetzt hier hinstelle und nochmal die Leertaste drücke,
dann färbt sich auch der Rest mit ein. Wo wir euch auch schon mal updaten können ist, und das habe ich in der Zeit gebaut, so was die UI angeht, dass wir gerade so schon unsere Levelübersicht haben, also dieses Fotoalbum, man kann auf die einzelnen Bilder draufklicken, die ich morgen noch schöner zeichnen werde. Heute habe ich da erstmal so ein paar Dummy-Grafiken einfach reingepackt. Man kommt also schon in unsere unterschiedlichen Level, wir haben schon einen Titelscreen, der noch nicht den richtigen Titel natürlich hat, aber so rundherum dieses gesamte Gerüst ist gebaut und wir arbeiten gerade an der Story, die wir euch aber dann im Detail morgen erzählen, wenn das alles soweit ausgereift ist. Ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal pennen und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Super schön, dass ihr schon bei Tag 1 mit dabei wart und für euch geht es jetzt sofort weiter, für uns ein paar Stunden. So, mittlerweile ist Samstag. Wir haben so, etwa 10.50 Uhr. Lauri sitzt da hinten an seinem Rechner und perfektioniert von gestern das Programmierte. Das bedeutet, dass es noch besser funktioniert, wenn man auf Leertaste drückt und sich das dann alles einfärbt, was vorher weiß war. Ich werde jetzt so etwa nur für deinen Zeitplan so die nächsten 2 Stunden noch an der Story arbeiten, um dann auch notieren zu können, hey, die Level, die wir jetzt aber auch nicht umsetzen, so soll die Geschichte weitergehen. Denn ich kann dir schon mal so ein bisschen erzählen, es soll ein Serious Game werden. Das heißt, wir erleben die Geschichte eines Mannes, eines jüdischen Mannes, zur Zeit des Nationalsozialismus. Also er war damals ein Kind und wird über die Zeit die Schrecken von dem Nationalsozialismus eben erleben. Das bedeutet, er und seine Schwester werden überleben. Seine Eltern leider nicht, die werden zum Beispiel im KZ umkommen und ich muss jetzt einiges geschichtlich auch noch recherchieren, auch für den Look, was wir dann machen wollen und was wir, damit der Spieler, die Spielerin das mitbekommt, zum Beispiel im Haus für Dinge findet, ein Bild von der Familie, alle tragen vielleicht eine Kippa, dann wollen wir zum Beispiel so eine Zeitung platzieren, auf der vielleicht Hitler zu sehen ist und so, also wir wollen ganz gerne diese gesamte Geschichte und die Erinnerung mit möglichst wenig Text erzählen und das alles eben über die Bilder machen, weil ja so bei uns das Fotothema so groß ist. Im Detail kann ich dir das dann zeigen, wenn es soweit ist. Deshalb, Lauri programmiert gerade weiter. Ich werde mich jetzt weiter um die Story kümmern und dann melden wir uns gleich wieder bei dir. Global Game Jam. Es ist später geworden. Blick auf die Uhr rüber. 1.37 Uhr. Ja, Lauri, was sagst du an dem Tag? Naja, wir hatten ja gestern Abend schon was so halbwegs funktioniert hat, haben dann aber irgendwie gemerkt, dass es halt auch nicht ganz so ideal ist von dem Algorithmus dahinter, weil wir dann auch gemerkt haben, man hat jetzt halt nicht so klare Kanten zum Beispiel, wenn ich ein Foto mache. Das hat man ja auch schon in dem Beispiel gesehen. Dadurch, dass wir eigentlich mit den Vertices gearbeitet haben, die wir dann eingefärbt haben, war dann halt immer die Kante nur so gut, wie dicht man halt dann das Netz an Vertices gesetzt hat. Und wenn das dann etwas genauer sein sollte von den Kanten, dann wurde es schnell ein bisschen schlecht für die Performance. Das heißt, wir haben uns heute eigentlich nochmal für einen anderen Ansatz entschieden und haben mit sogenannten Projectors gearbeitet. Das heißt, man kann es sich so vorstellen, dass wir jetzt, vielleicht kann man das sogar einmal drüben zeigen. Oh, das könnten wir mal zeigen, genau. Auf dem Weg dahin sage ich euch nur kurz, weil ihr vielleicht auch das Wort Vertices nicht kennt. Das sind so einzelne Bereiche, aus denen die 3D-Modelle bestehen, die Lauri gebaut hat. Aber genau, wir haben heute, beziehungsweise Lauri vor allem eben mit dem Projector gearbeitet. Kennt ihr wie eben so einen Projektor? Aber ich drehe mal gerade die Cam für euch. Genau, was man hier jetzt sieht, ist im Wesentlichen haben wir denselben Raum zweimal. Einmal, der Raum ist noch unfassbar hässlich, da ging es jetzt nur darum zu testen. Das wird so am Ende hoffentlich nicht mehr im Spiel sein, wenn wir fertig sind. Der einmal in texturiert und dann einmal mit ausgetauschten Materialien und komplett weiß. Und wir haben jetzt hier 2 Kameras. Die eine, durch die der Spieler das Ganze sieht. Und die andere, die tatsächlich stattdessen nur den texturierten Raum sieht. Also die liegen quasi auf unterschiedlichen Layern. Und wenn ich jetzt ein Foto mache, dann wird ein sogenannter Projektor erstellt, der in dem Moment in die Richtung schaut, was dann auch die Kamera sieht. Und dann wird ja ein bisschen sowas wie ein Screenshot gemacht quasi von der Kamera und wird dann
auf den Projektor gelegt, dass der diesen Screenshot dann da an der Stelle in den Raum projiziert und somit da statt dem Weiß dann eben die Texturen zu sehen sind. Das Ganze funktioniert, obwohl wir jetzt halt den ganzen Tag dran waren, immer noch nicht so ganz. Man hat dann doch gemerkt, dass wir uns da was ausgesucht haben, was nicht ganz so einfach ist. Die Projektoren, die sind jetzt halt schon irgendwie so, seit so ein paar Jahren werden die nicht mehr wirklich von Unity gepflegt. Die werden auch von den aktuellen Render-Pipelines gar nicht mehr unterstützt. Und da sind viele seltsame Sachen dann erstmal passiert, als man die verwendet hat. Ja, stimmt. Wir können das nochmal zeigen. Also ihr merkt schon, wir gehen hier jetzt sehr, sehr ins Detail für euch auch. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die unbedingt in die Kommentare. Wir wollen euch aber wirklich so sehr viel erklären. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht alles versteht, ist das komplett in Ordnung. Fragt total gerne nach. Lauri, wie ihr merkt, ist komplett heute in dem Element einfach drin. Ja, ja, jetzt hier auch seit, jetzt ist 1:40 Uhr. Wann haben wir heute angefangen? Boah, spätestens um 10 waren wir, glaube ich, dran, weil wir davor noch ein paar andere Sachen geguckt und gelesen haben. Ja, und dann eigentlich ohne Pause, also sind das jetzt was, 14 Stunden locker. Genau, seitdem ich versuche, diese Projektoren zum Laufen zu bekommen. Genau, ich drehe euch jetzt da einfach mal um. Das Problem ist quasi einfach, dass sich so diese verschiedenen Screenshots, die man nacheinander machen kann, in diesem 3D-Raum, dass sie sich dann so überlagern und dunkler werden. Alles ganz weiß, so wie es sein soll. Jetzt drücken wir einmal auf die Leertaste, um Screenshots zu machen. Und jetzt sehen wir, okay, wir haben hier gerade mal an die Decke geguckt, da ist auch die Säule. So ein paar seltsame Bildfehler sind dann auch immer noch mal drin. Und natürlich haben wir auch immer so ein bisschen so eine perspektivische Verzerrung. Worum es jetzt aber eigentlich geht, also ich kann hier nochmal in die Ecke fotografieren, dann sieht man es vielleicht nochmal besser. So, das wäre jetzt ein Foto, aber auch da sieht man schon, eigentlich dahinter, wo es noch weiß sein müsste, was wir nicht gesehen hatten, da wurde das jetzt auch noch drauf projiziert. Also die Projektoren, die haben so ein paar Eigenheiten, aber der Punkt, der jetzt eigentlich uns noch am meisten stört, ist, wenn ich jetzt hier neben noch ein Foto mache, dann sieht man, da ist es dunkler geworden, weil er eben da die Farben nochmal miteinander genau, Lauri, geht es eben um diese Überschneidung, wenn man zu nah nebeneinander eben Fotos macht. Das ist gar nicht so leicht rauszubekommen, weil ja, die Arbeit damit irgendwie mega kompliziert ist. Also wenn du zum Beispiel schon länger programmierst zum Beispiel oder es mit Unity schon gemacht hast, schreib total gerne in die Kommentare, falls du eine andere Lösung hast. Das wird uns natürlich auch nach dem Game Jam noch total interessieren. Morgen siehst du dann, was wir letztendlich draus gemacht haben oder ob zum Ende des Game Jams nach 48 Stunden es vielleicht so Überlappungen und so noch gibt. Mal schauen. Ich glaube, da kann man auch so nur sagen, also besser wird es mit den Projektoren nicht mehr. Also außer man ist ein richtiger Experte im Shader-Schreiben. Das Problem ist eben, da die jetzt nicht von den modernen Render-Pipelines unterstützt werden, können wir auch nicht den Shader-Graph nutzen. Das heißt, man muss tatsächlich in den Shader-Code rein und da irgendwie noch dran rumspielen, um das irgendwie noch besser hinzubekommen, wenn das überhaupt möglich ist. Ich würde an der Stelle sagen, da haben wir jetzt wahrscheinlich, also wir haben uns einfach dann ein interessantes Problem gestellt, haben jetzt glaube ich zweimal hintereinander aufs falsche Pferd gesetzt, dass sagt, okay, das mit den Vertex Colors war vielleicht nicht das Richtige, das mit Projektoren funktioniert auch nicht ganz so toll, wie wir es uns gedacht haben. Also mein nächster Tipp wäre jetzt wahrscheinlich, dass man es am besten dann macht über Mesh Cutting, dass ich wirklich gucke, welche Teile eines Objektes sind im Bild und dann schneide ich die quasi von der weißen Version einfach weg, dass man da drunter dann die texturierte sieht. Ja. Mesh Cutting ist jetzt auch nicht so einfach und auch, also allein wenn man wüsste, dass man von Anfang an diese Möglichkeit verwendet, dann wird es in 48 Stunden wahrscheinlich eng. Das wäre für uns jetzt, wenn wir in Zukunft mal dran weiterbauen, noch interessant, dass man sagt, naja, das wäre vielleicht der nächste Versuch. Ja. Ich glaube, für jetzt müssen wir erstmal damit leben, dass das nur so halbgar funktioniert und morgen einfach sehen, dass wir nochmal ein einigermaßen vernünftiges Level bauen, das irgendwie in der Zeit noch fertig wird. Und dann funktioniert es halt nicht so ganz, aber dann muss man halt auch mal damit leben. Genau, und wir überlegen, ob wir es danach, könnt ihr auch mal schreiben, ob wir das machen sollen oder ob, wenn ihr die Spielidee, wenn ihr die dann am Ende des Videos komplett fertig seht, ob ihr es cool fändet, wenn wir daran noch weiterarbeiten, schreibt es auch total gerne mal in die Kommentare. Genau, die Sache ist sozusagen, dass diese Spielmechanik mit dem Fotografieren, die wir uns überlegt haben, die ist die komplexe und die ist schwierig. Ganz viel von dem anderen, das heißt so das User-Interface rundherum, wie kommt man in die Level, was wollen wir da vielleicht auch für 3D-Modelle hinstellen, all das haben wir uns schon angeguckt, das ist gar nicht das Problem, sondern das Schwierige über die 48 Stunden ist echt so, ja, diese Mechanik. Lauri hat verschiedene Möglichkeiten genannt, die man nutzen könnte, die wir glauben, dass sie vielleicht funktionieren könnten. Irgendwas werden wir auf jeden Fall dann haben, ihr seid mit dabei und
Abonniert natürlich auch total unbedingt gerne den Kanal hier. Falls wir das Projekt weitermachen, werdet ihr es natürlich hier auf jeden Fall auch sehen. Wenn nicht, werdet ihr andere coole Projekte hier von uns sehen, die vielleicht nichts mit Projektoren erstmal zu tun haben. Nee, die sind auch, ich glaube, Unity hätte die am liebsten sogar mittlerweile gerne raus. Die sind in neuen Renderpfad letztlich drin. Die sind halt noch irgendwie drin von früher und die kann man noch nutzen, aber ich glaube, die gehen auch mit der Zeit eher kaputt, als dass sie da noch Fehler beheben. Vielleicht müssten wir mal, vielleicht muss ich mal gucken, ob man von Unity mal jemanden hier in einem Interview bekommt und dann frage ich das mal, was ist eigentlich mit euren Projektoren? Ja, wir haben ja mittlerweile sogar was Ähnliches eingeführt für die High Definition Render Pipeline, um so Deckels zu platzieren oder Decals, sprich man es gar nicht aus. Also so für so zum Beispiel so Graffitis oder so Bullet Holes dann irgendwo in Levels. Aber es hat für uns keinen Sinn gemacht. Nee, weil die nicht mehr dann, du hast nicht so diese Perspektive mit drin wie bei einer Kamera, dass es dann eben nach hinten weiter wird. Ah, und ist dann, unser Problem ist, dass wir dann 3D damit haben. Also ich habe es mir auch nur kurz angeschaut als Möglichkeit, aber das ist eher, glaube ich, wie so eine Art Kopierstempel in 3D. Das heißt, du sagst, das wäre cooler gewesen, wenn wir zum Beispiel so ein 2D-Spiel gehabt hätten und wir hätten da so einfach Graffiti an der Wand taggen wollen, das wäre leichter gegangen als jetzt unser Perspektivisches mit dem 3D? Wäre das dann besser gegangen? Also das ist schon für 3D gedacht, also in 2D, in 2D wäre vieles einfacher gewesen. Aber ich glaube, dann wäre das auch nicht so cool gekommen, dass man wirklich sagt, also wie macht man in 2D dann ein Foto? Dann hast du entweder eine Top-Down-Perspektive oder auch ein Side-Scrolling, aber dann machst du das Foto ja nicht da, wo sich dein Charakter befindet. Das stimmt. Und ich glaube, dann würde viel verloren gehen. Deswegen, ich würde es nicht bereuen, dass wir es versucht haben und man nimmt viel mit. Nein, bereuen werde ich das auf jeden Fall auch nicht. Ich meine, dafür sind ja, und das muss man vielleicht euch auch mal sagen, dafür sind so Game Jams auf jeden Fall auch da, dass man sich einfach mal ausprobieren kann. Also es geht jetzt ja nicht schief oder so, weil wir einfach in 48 Stunden das ausprobiert haben. Wir haben jetzt schon auf jeden Fall mega, mega viel dazugelernt und sind natürlich immer noch gespannt, was wir morgen Nachmittag dann den anderen zeigen werden. Denn ich weiß gar nicht, ob wir es hier in dem Vlog schon gesagt haben. Wir sind Teil von so einer Jam-Site von der Hochschule Harz, da wo wir beide auch unseren Master Medien- und Spielekonzeption gemacht haben. Und wir werden dann am Nachmittag noch so eine Präsentation mit all den Leuten machen, die halt mit dabei waren, wo man sich anguckt, was haben die dazu gemacht, wir erzählen, was wir dazu gemacht haben. Bis dahin sollte dann was Spielbares stehen, aber auch wenn ihr bisher hier noch nicht so viel gesehen habt, glaube ich, dass wir es trotzdem gut hinbekommen. Wir haben uns halt sehr viel an dieser besonderen Mechanik aufgehalten, weil ja sehr viel von dem Spiel, von diesem Look einfach lebt und so. Aber im Hintergrund, wie gesagt, ich habe auch schon einige 3D-Modelle und sowas am Start. Wir kriegen das morgen gut eingerichtet. Ja. Auch wenn es natürlich vielleicht nicht so 100% so weit ist, wie wir dachten, dass man es hinbekommt. Aber hey, wir machen das Beste draus. Geht mal wieder schlafen. Bis morgen früh. Geschafft und gebaut. Ich gucke mal gerade wieder für euch auf die Uhrzeit. Wir haben gerade 15.47 Uhr. Bis 17 Uhr haben wir ja Zeit. Und Lauri, der hier gerade hinter mir sitzt, wie immer, der fügt gerade noch so unsere letzten 3D-Modelle und Objekte ein. Einiges funktioniert. Natürlich ist einiges auch noch so ein bisschen buggy. Hey, wir hatten halt 48 Stunden für diese krasse Mechanik, von der wir euch hier genauer erzählt haben. Aber es funktioniert soweit, es sieht auch ganz cool aus und ich würde sagen, schaut euch das Ganze jetzt an. Wir blenden es euch nämlich ein, wie es jetzt aussieht. Super schön, dass ihr mit dabei wart bei diesem Vlog. Wenn ihr mehr Vlogs von uns sehen wollt, dann zum einen abonniert natürlich den Kanal, aber schreibt es auch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und gönnt euch das fertige Spiel. Tschüss! Ciao!